Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein 300 Abonnenten Special. Yay, 300 Abonnenten! Und wie versprochen, testen wir heute von Rival Loves Me die Out of Space Palette und von Rival de Loop das Hyaluron Make-up. Ich bin gespannt. Also, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Erst einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle bereits vorhandenen Abonnenten, an alle, die neu dazugekommen sind. Ich freue mich sehr. Ich habe das Gefühl, von 200 auf 300 ging jetzt super schnell. Ich war ganz überrascht, dass da jetzt schon die 300 steht und ich freue mich wirklich wie Bolle. Ich bin sehr stolz, dass das, was ich mache, schon 300 Leuten gefällt. Und es gucken natürlich immer ein bisschen mehr zu, wie aktiv Abonnenten sind. Aber ja, das finde ich jetzt nicht schlimm. So direkt, klar, freue ich mich über jedes Abo, das dazu kommt. Aber es ist ja nur ein Hobby und ich verdiene damit kein Geld oder irgendwie sowas. Und das ist auch nicht meine Intention. Ich habe einfach nur Spaß und freue mich sehr, wenn ihr mit mir gemeinsam Spaß habt. Genau. Wir kommen mal zu der Palette. Ich habe mir die ja letztens gekauft. Das Video habt ihr ja vielleicht gesehen. Das war mein XL-Haul für den Monat April. Und diese wunderschöne Palette ist dabei rumgekommen. Die Farben sehen so schön aus. Ich habe, ihr seht, sie ist unberührt. Ich habe noch nichts gemacht mit der Palette. Das ist das Super Ultra First Impression. Und auch ebenfalls dieses Make-up von Rival de Loop, genau, ist da in diesem Haul in meine Einkaufstasche gewandert, in der Farbe Porzellan. Und ich bin sehr gespannt, ob die Farbe halbwegs passt. Wir werden es sehen. Also ich habe es bisher nur auf meiner Hand geswatcht mit euch zusammen im Video im letzten. Und ja, genau, ja, wir werden es sehen. Triggerwarnung vorweg. Ich bin ein Schminkanfänger. Ich mache das nur so, wie ich das kann. Und wer sich dadurch getriggert fühlt, der schaut das Video bitte nicht an, okay? Wenn ich nachher fleckigen Lidschatten habe etc., dann ist das so. Ich bin schließlich in der Lernphase. Und wer gerne gucken möchte, wie sich die Palette und das Make-up für einen Anfänger verhält, der darf gerne dranbleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich ändere mal kurz mein Setup, weil ich muss ja die Brille runternehmen zum Schminken. Nicht wundern, ich bin so blind. Ich muss wahrscheinlich so vor meinem Spiegel beppen. Ich versuche es trotzdem halbwegs gut für euch abzudrehen. Genau, wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe euch ein bisschen näher rangeholt. Ich habe genau hier meinen Schminkspiegel stehen. Da werde ich natürlich so reingucken müssen. Ich hoffe, dass das alles mit Scharfstellen und so weiter funktioniert, dass ihr auch erkennen könnt, was ich tue. Ich tue mein Bestes. Und wie ihr seht, ich bin noch gar nicht geschminkt. Ich habe nur meine Hautpflege heute gemacht. Man sieht, ich bin wieder schwer geplagt. Mr. Piggledy ist wieder da. Ja, es fühlt sich an wie ein zweiter Kopf, der hier wächst. Gestern war es schlimmer. Ich habe über Nacht so ein Pickelpatch drauf gemacht. Von daher ist es schon so ein bisschen am Abklingen. Und hier unten seht ihr alte Pickel hier überall. Die sind alle am Abheilen. Und das gilt es jetzt für mein neues Make-up abzudecken. Also ich bin sehr gespannt. Ich nehme meine Brille runter und wir starten. So. Ich schüttel das Make-up mal ein bisschen. So. Und dann, ich trage es direkt auf meine Wange auf und werde es dann mit meinem Schwämmchen einarbeiten. Ich bin sehr auf die Farbe gespannt. Ich nehme mal meinen Spiegel so ein bisschen in die Hand. Oh ja, die Farbe sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Sehr aschig. Wenig Gelbstich drin. Ja, die Farbe sieht auf den ersten Blick sehr passend aus. Für mein Gesicht. Riecht es? Ich glaube, das duftet sogar ein bisschen. Ja, ich glaube, der Farbton ist genau meins. Ja, also man sieht, er deckt jetzt nicht besonders gut ab. Also die Foundation deckt nicht besonders gut ab. Ich bin niemand, der mehrere Schichten Foundation aufträgt. Ich mache immer nur eine Schicht. Weil ich maskenhaftes Make-up nicht mag und ich möchte meine Haut nicht ersticken, da ich sowieso sehr schnell zu Pickeln neige. Ich habe da echt Problemhaut. Deswegen mache ich immer nur eine einzige Schicht. Oh, das ist wow.
Also auf den ersten Blick, die Farbe passt perfekt auf mich. Wow. Es lässt sich super gut verteilen, einarbeiten. Es ist ganz, ein ganz leichtes Gefühl. Es sieht auch super leicht aus. So, anlässlich meiner 300 Abonnenten dachte ich, wir könnten ein bisschen nebenher quatschen, vielleicht. Ja, ihr wisst, ich bin momentan 38, frisch 38 geworden im Januar. Und eigentlich wollte ich schon vor 10 Jahren oder so mal YouTube machen. Deswegen, ich habe die Kamera seit 10 Jahren, ich habe die Softboxen seit 10 Jahren. Das stand hier mal alles rum oder auf dem Dachboden oder im Keller, je nachdem, wo ich gewohnt habe. Und ich wusste aber nie so genau, was willst du eigentlich machen für einen Kanal. Deswegen habe ich es auch nie gemacht und ich habe mich auch nicht getraut, früher das zu machen. Ich war früher so ein bisschen der Zocker. Ich habe viel Computer gespielt. Als ich noch kein Kind hatte, habe ich viel Freizeit am Computer verbracht. Und für mich war, ich wollte damals immer Let's Playerin werden, falls euch das was sagt. Also, dass man ein Computerspiel spielt und das kommentiert. Ja, dass andere das einfach angucken können. Aber ja, daraus ist nichts geworden. Auch wenn ich ein paar Videos abgedreht hatte und so. Aber ich habe mich einfach nie getraut, die online zu stellen. Und an einen Gronkh oder so kommt man einfach nicht ran. Für Zockerweibchen wie mich, die wissen, wer der Gronkh ist. Der ist quasi Deutschlands größter Let's Player. Und ja, genau. Deswegen, ich freue mich sehr, dass ich mich jetzt getraut habe. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Und die Resonanz von euch ist immer sehr, sehr gut. Deswegen pusht mich das natürlich, dass ich weitermache. So, was sagt ihr zum ersten Ergebnis? Also, es leuchtet, also das ist nicht, es ist so ein bisschen, es hat einen Glow-Effekt, habe ich das Gefühl, also es ist nicht zu matt. Es hat den Pickel nicht geschafft abzudecken, ist aber auch schwierig, weil der so präsent ist. Den hier auch nicht so ganz. Ich finde das Finish bisher sehr schön. Die Farbe passt wunderbar in mein Gesicht. Habe ich einen Rand? Ich glaube nicht. Was sagt ihr? Der erste Eindruck ist super. Ja, es brennt auch nichts, obwohl es mit Hyaluronsäure ist, dass meine Haut ein bisschen piefig, sag ich jetzt mal. Guter erster Eindruck. Jetzt nehme ich einfach meinen. Ich mache jetzt weiter in meinem Programm. Ich nehme meinen Concealer. Da habe ich jetzt momentan den von CAP in Anwendung. Den hatte ich in meiner eBay Beauty Box drin. Den finde ich ganz okay. Der hat eine mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Weiter geht's. Ich mache meine Brille wieder runter. Ich bin jetzt aber auch niemand, der super viel Concealer benutzt, glaube ich. So, ich schmiere mir da immer so ein bisschen was unter die Augen. Und das wird dann einfach ein bisschen eingeklopft mit meinem Schwämmchen. Ja. Los geht's. Ja. Was sagen wir? Ja, doch. Doch, der Concealer passt auch sehr gut. Brille wieder auf. Der Concealer passt sehr gut zur Farbe des Make-ups. Jetzt bin ich gespannt, ob das nachdunkelt. Wir werden es sehen. An manchen Tagen dunkelt mein Make-up nach, an manchen Tagen nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, weil die Grundlage mit der Pflege ist eigentlich immer dieselbe, größtenteils. Manchmal dunkelt es nach, manchmal nicht. I don't know. So, jetzt sollten wir das Ganze aber noch ein bisschen abpudern, weil mehr mache ich zum Thema Haut nicht. Ich nehme im Alltag nehme ich immer von Essence meinen All About Matte. Ich weiß gar nicht, ich stelle das scharf. Ich hoffe sehr, ich sehe es nicht. Ihr kennt den bestimmt, der weiße Puder in der Schale. Der ist schon, wie man sieht, fast leer und der Deckel ist abgefallen. Das geht immer als erstes kaputt. Ich mag den aber sehr. Und dann habe ich meinen Kabuki und dann wird einfach ein bisschen abgepudert. Ich habe hier auch schon für den Notfall, falls es dann zu trocken aussieht, mein Setting Spray stehen. Mit dem kann ich das dann wieder ein bisschen auf Glow zurückpimpen. Das mache ich zum Beispiel bei meinem Make-up von Revolution, weil das so dermaßen maskenhaft aussieht, dass ich danach wieder ein bisschen Feuchtigkeit brauche, dass es nicht total totgeschminkt ist. So, da habe ich nämlich von Catrice Clean ID das Glow Prime and Fix Spray mit Rosenextrakt. Das sieht so aus. Was sagt das Finish? Das Finish ist okay. Es ist nicht zu trocken.
Ich würde jetzt nicht nachsprühen und ich würde jetzt auch zum Beispiel nicht mit einem Bronzer dran gehen, um es aufzuwärmen, das Ganze, weil es sieht in Ordnung aus. So, dann mache ich jetzt mal kurz meine Augenbrauen. Da nehme ich diesen formschönen Augenbrauenstift von Lotti London in der Farbe Dark Brown, ist das klar? So, das sieht jetzt gerade ein bisschen wild aus. Typischer Vorführeffekt. Deswegen, ich bürste es jetzt ein bisschen raus und dann geht das. Ja. Ich mache, wie gesagt, nicht viel mit meinen Augenbrauen. Ich bin da ziemlich, ja, ich bin da leicht zufriedenzustellen. Sie sollten halbwegs in Form gezupft sein und ein bisschen aufgefüllt aussehen. Und dann bin ich zufrieden. Ich mache da kein Gel rein oder so, dass die da so schön hochstehen. Das ist nicht so meins. So, Brauen sind fertig. Das heißt, die Base steht schon mal. Und jetzt kümmern wir uns um den Lidschatten. Da bin ich jetzt gespannt. Ihr seht, ich habe ein blaues Oberteil an. Ihr könnt euch also vielleicht denken, auf welche Farbe ich jetzt abzielen würde. Ich würde nämlich gern die Blaureihe ausprobieren. Ich finde Blau super interessant. Ich habe blaue Augen. Okay, das Make-up sieht doch jetzt ein bisschen dunkel aus, oder? Vielleicht sollte ich da nachher doch noch ein bisschen bronzen. Wir schauen es uns mal an, wie es sich jetzt in den nächsten Minuten verhält. Mal gucken. Okay, ich würde gerne Blau. Blau präferieren. Und das sind alles drei, alle Blaus sind Schimmertöne. Ich bin am Überlegen, welche Base ich nehme. Das ganz Weiße hier heißt Milky Way. Vielleicht sollte ich das als Base auftragen. Ich bin, wie gesagt, ich bin Schminkanfänger. Ich mache jetzt einfach so, wie ich es denke, wie es vielleicht nachher gut aussehen könnte. Kann auch ein Fail sein. Also, wir werden sehen. Das heißt, Brillchen wieder weg. Ich schnappe mir ein Pinselchen. Ich habe jetzt nicht so die Riesenpinselauswahl. Deswegen, vielleicht nehme ich auch den falschen. Ich fange einfach an. Ich mache jetzt einfach nur die Base hier auf mein Augenlid, auf mein komplettes bewegliches Augenlid als Start. Farbe kommt aber schon mal ganz gut. Ja, es bröselt nicht mit dem Pinselchen. Und man kriegt eine gute Farbabgabe, soweit eben, wie ich das jetzt für eine Base haben wollen würde. So, und jetzt würde ich mit dem mittelblauen Ton starten. Welchen nehme ich denn nachher als Highlight? Ich würde jetzt mit dem mittleren Blau hier starten. Und zwar würde ich das versuchen, hier auf den äußeren Winkel und ein bisschen in die Lidfalte aufzutragen. Wir schauen mal, wie das funktioniert. So, mal schauen, wie gut das pigmentiert. Das Pinsel ist schon mal gut eingefärbt. Oh ja. Oh ja. So, ich mache das mal hier so ein bisschen auf den äußeren Winkel, ziehe es ein bisschen hoch und verschiebe mir das in die Lidfalte. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Oh ja, die Pigmentierung ist sehr gut. Es ist sehr weich. Auf den ersten Blick kein Fallout im Gesicht, das ist gut. Ja, da muss ich nachher ordentlich blenden. Ich ziehe mir das extra so ein bisschen hoch, weil ich ein bisschen Schlupflider habe. Sonst verschwindet das nachher alles. Okay, Seite 1 und Seite 2. So, ich ziehe es mir ungefähr bis in die Mitte vom Augenlid und dann drehe ich mir das hier so rein. Komischerweise kriege ich zum Beispiel so eine Art, so eine schöne Kante am ehesten an dem Auge hin. Und dem kriege ich das irgendwie nie hin. Ich weiß auch nicht. Es ist immer ein Auge, das besser aussieht als das andere. Ja. Ja, der Rand oder der, ja, die Kante ist sehr hart. Da muss ich auf jeden Fall blenden. Ja, aber die Pigmentierung ist Bombe. Wow. Wow. Das Blau ist krass. Uiuiuiui, ich glaube, da muss ich mir gleich mal meinen Blenderpinsel schnappen. Also definitiv keine Alltagsfarbe, aber sie soll ja auch out of space sein. Und ja, das passt sehr gut. Ich nehme jetzt so einen fluffigen Pinsel und versuche das ein bisschen weicher zu gestalten. Versuche das ein bisschen auszublenden, dass es nicht so hart ist. Das klappt ganz gut. Ja, ich will aber auch nicht zu viel Farbe wegnehmen. So gefällt es mir besser. Okay,
Jetzt geht's weiter. Ich nehme jetzt den dunklen Ton. Der Ton, den ich gerade hatte, der heißt übrigens Explore. Und jetzt kommt Sky's the Limit. Das ist der hier unten. Mit dem gehe ich jetzt nur ganz außen. Auf die Ecke sozusagen. Da nehme ich so ein ganz flaches Pinselchen. Mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, um das relativ punktgenau auftragen zu können. Bin gespannt. Der sieht auch so krass pigmentiert aus. So, los geht's. Ja, okay, der ist nicht ganz so krass, wie ich es dachte. Da muss ich schichten. Mir ist aufgefallen, dass das in der Kamera immer super fleckig aussieht und in echt nicht. Also keine Ahnung warum, ob das an der Beleuchtung liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich tupfe mir den hier so auf. Ja, doch. Das gibt ein bisschen Tiefe. Ich hoffe, es kommt rüber in der Kamera. Den ziehe ich so über das äußere Drittel von meinem Lid ein bisschen drüber. Den Ton. Ich muss gucken, dass ich mich nicht vermale. Ja, ich merke gerade, ich komme überhaupt nicht so richtig dazu, irgendwas von mir zu erzählen, mal so ein bisschen, weil ich so konzentriert bin aufs Schminken. So, hier seht ihr das Ergebnis. Ich hoffe, er stellt scharf. Das Zwischenergebnis, wie findet ihr das? Also im Spiegel sieht es ganz gut aus. Jetzt holen wir uns den letzten Ton. Der nennt sich Fly With Me. Das ist dann der hier oben. Und da gehe ich mit dem Finger rein und verteile den auf mein vorderes Augenlid. Der ist sehr türkis. Ich bin gespannt. Ja, super pigmentiert. Sieht auf dem Finger relativ matt aus. Oh, krass. Okay, das wird bunt. Das wird bunt. Aber die Farbe ist genial. Sehr schön. Wow. Jetzt habe ich es unterm Auge. Okay. Bombe. Der Look gefällt mir. Er ist sehr krass. So zum Rausgehen ist er ein bisschen zu heftig. Aber mir gefällt der Ton. Ach, kurz meinen Finger putzen. Brauche ich ein Tüchlein. So. Hier, so ist das Ergebnis. Sehr blau. Aber so war es ja auch gedacht. Oh. Ist gar nicht so schlimm, dass hier vorne ein bisschen was runtergefallen ist. Was machen wir an den unteren Augenkranz? Das ist jetzt die Frage. Welchen Ton nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen den von gerade eben, den Fly With Me. Den gebe ich nur hier vorne auf die Spitze und versuche mit den... Oh Gott! Oh, Papagei am Start! Papagei! Klebt was? Klebt Make-up. So. Wuhu! Heftig! Okay, Leute. Nimmt noch auf. Okay. Okay. Ich bin Brillenträgerin. Das heißt, ich darf gerne ein bisschen heftigeres Make-up tragen. Das sieht man mit Brille nachher nicht mehr so. So. Ich blende das ein bisschen mit meinem Blendepinsel aus. So, und jetzt ist der Look fürs Auge fertig. Würde ich mal sagen. Erstmal, ich habe hier noch von Love einen dunkelblauen The Smoky Affair Kajalstift. Der ist dunkelblau. Ich denke, der würde gut passen. Deswegen gebe ich mir den auf die äußere Wasserlinie. Das gefällt mir. Jetzt ist der Deckel runtergeflogen. Den suche ich nachher. So, da bin ich wieder. Da ist mir doch gerade die Speicherkarte vollgelaufen. Jetzt müsste es aber wieder gehen. Ich habe von Skin Division den Lashed Up Mascara mir rausgesucht. Das ist mein absoluter Favorite. Ich liebe den. Ich habe von Natur aus sehr lange Wimpern. Deswegen an der Länge muss ich nicht viel tun. Ich möchte sie einfach nur schön betonen. Deswegen packen wir uns jetzt den hier drauf. Ich trage in 95% der Fälle nur eine Schicht Mascara auf. Das reicht mir für gewöhnlich. Und so, jetzt
machen wir mal die Brille hoch und dann schauen wir uns das Ergebnis mal gescheit an mit Brille. Und? Also, mir gefällt es ganz gut. Ich finde, es ist gut geworden. Für meine Verhältnisse. Also, ich rechne immer mit mir. Deswegen mit meinen Kenntnissen und meinen Fähigkeiten. Ich finde, es ist ein schöner Augenlook geworden. Ja. Doch, kann man schon mal machen. Ja, also für einen speziellen Anlass vielleicht. Passend zum blauen Oberteilchen. Ich mache mal mein Haarband raus. Jetzt komplettieren wir den Look ein kleines bisschen. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Rouge. Jetzt habe ich halt zwei zur Auswahl. Ich bin jetzt heute zu faul, noch extra einen Highlighter aufzutragen. Deswegen nehme ich meinen Powder Blush mit Glow Effect von Trend It Up. Den mag ich sehr, sehr gerne. Oh, ich sehe, da ist schon ein bisschen Pan. Da sieht man es. Ich benutze ihn häufig. Und ja, ich mag ihn sehr gern. Er macht einen subtilen Glow im Gesicht. Aber ich muss jetzt gerade mal sagen, jetzt so nach ein paar Minuten Einwirkzeit des Make-ups, habe ich das Gefühl, es macht mich ein bisschen alt. Seht ihr das? Es rutscht hier so ein bisschen in die Falten rein. Ja, vielleicht hätte ich es doch mit einem Setting Spray noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit reinbringen sollen. So. Ich weiß gar nicht, ob man den Rouge gescheit sehen kann auf dem Video. Also ich habe immer das Gefühl, das Video schluckt unglaublich viel Farbe. Oder meine Beleuchtung hier. Und ja, ich schminke mich jetzt unter meiner Brille. Normalerweise mache ich das nicht. Aber so sehe ich wenigstens mal bei euch hier im Dings, was ich tue. So. Und normalerweise klebe ich halt so vor meinem Spiegel. Aber das ist nicht sehr videoaffin, deswegen mache ich das jetzt nicht. So. Rosy Touch. Mir gefällt der Look. Jetzt ist nur noch die Frage, machen wir noch einen Lippenstift dazu? Ja oder nein? Und wenn ja, welchen? Was Dezentes. Ich habe heute von meiner Schwiegermama von MAC die Farbe Really Me Nummer A78, den matten Lippenstift, geschenkt bekommen. Den machen wir jetzt einfach mal dazu und schauen, wie es dann aussieht. So. Und das ist mein Look, Leute. Was sagt ihr? Was sagt ihr zum Make-up und was sagt ihr zu den Augen? Nochmal, ich hole euch nochmal ran. Hier, scharf stellen. So, das ist mein Look mit Brille. Man muss ja immer mit Brille sehen, da ich die ja eh den ganzen Tag drauf trage. Also ich finde, das ist nicht schlecht geworden, oder? So, so ist wieder normal. Ich finde, die Palette ist sehr schön. Die Pigmentierung ist toll. Es krümelt nichts raus. Und die Farben sind Bombe. Also die Blautöne sind wirklich genial. Ich finde, es passt jetzt sehr gut zu meinem Oberteil. Genau. Das war soweit der Test. Ich finde, das passt soweit. Sind gute Sachen. Bei der Foundation werde ich noch ein bisschen üben. Vielleicht mische ich die auch mit meiner Liquid Foundation von Catrice. Das mache ich nämlich ganz gerne. Dann kriegt man ein bisschen mehr dieses Glowige wieder zurück. Dann ist es nicht ganz so tot mattiert. Genau. Und jetzt kommen wir zu der spannenden Geschichte. 300 Abonnenten. Und wisst ihr, was ich mache? Ich mache meine allererste Verlosung für euch, ihr Süßen. Und zwar, ich habe hier diese Glossy Box gefüllt mit ganz vielen tollen Sachen. Sie ist sehr schwer und bis zum Rand voll. Wir haben Gesichtspflege drin. Wir haben Dekoratives drin. Also wir haben eine ganz breite Auswahl. Wir haben Körperpflege mit dabei. Und ich hoffe sehr, dass ihr fleißig bei der Verlosung mitmachen möchtet. Ja, seid bitte sichtbarer Abonnent meines Kanals, damit ich das für die Auslosung dann auch sehen kann, weil ich möchte natürlich, dass meine Abonnenten hier das gewinnen können, weil ihr seid schließlich diejenigen, die mich bisher so weit gebracht haben. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr teilnehmt. Die genauen Bedingungen schreibe ich euch in die Infobox. Schreibt mir gerne einen Kommentar mit dem Hashtag Verlosung. Gebt dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben. Ja, ich klinge jetzt wie die ganzen anderen Beauty-YouTuber. Und wie gesagt, seid bitte Abonnent von meinem Kanal. Und die Verlosung wird etwa 2 Wochen laufen, damit jeder die Möglichkeit hat, auch teilzunehmen, der möchte. Und dann wird ausgelost. Und dann erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Wie gesagt, sie ist prall gefüllt, die Box, bis zum Anschlag. Da passt kein Krisselpapier zum Ausstopfen mehr rein. Und es sind wirklich schöne Sachen drin. Ich hoffe sehr, der Gewinner freut sich dann darüber.
So, das war mein Schminki. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und natürlich mein 300 Abonnenten-Special. Herzchen geht an euch raus, ihr Süßen. Ich danke euch sehr. Also, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und abonniert fleißig weiter meinen Kanal, wenn euch die Videos gefallen, die ich mache. Ja, arg viel mehr gibt es schon gar nicht mehr zu sagen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Schminki war okay und war nicht allzu schlimm von der Aufnahmequalität. Wie gesagt, ich sehe es nicht ohne Brille und ja, ich hoffe, es hat alles scharf gestellt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.